Genau, einfach füttern, Fütter einfach ist das Thema des zweiten Milchtaxikurses hier. Und ja, beim Füttern der Kälber, wenn die Milch dann einmal zubereitet ist, gibt es einige Fragen, die man sich stellt. Und ich habe hier mal ein paar aufgeführt. Und die ganz banale Frage ist zum Beispiel, gerade jetzt, wenn wir aus dem Winter kommen, bleibt die Milch eigentlich im Milchtaxi lange genug auch warm? Halte ich die richtige Temperatur dann auch im Winter? Und die zweite Frage ist, wenn ich jüngere Kälber habe, die noch Wiesmilch bekommen, wie kann ich die eigentlich transportieren? Dann wollen wir ein paar allgemeine Fragen zur Fütterung, zur technischen Fütterung erklären. Über Ernährungsphysiologie wollen wir heute nicht sprechen, das würde doch ein bisschen zu weit führen. Auch die Frage, wie man die richtigen Milchmengen einstellt und last but not least, wollen wir auch die Funktion Smart Mix am Milchtaxi besprechen. Okay, also die erste Frage möchte ich hier gleich beantworten. Wie können wir die richtige Milchtemperatur im Milchtaxi erhalten? Und das schließt eigentlich an das erste Webinar an. Und denn da geht es darum, die richtige Milchtemperatur erstmal einzustellen. Und da würden wir im Prinzip immer empfehlen, im Winter, wenn es ein bisschen kühler ist, tatsächlich einfach die Tränketemperatur oder die Temperatur im Milchtaxi etwas zu erhöhen, sodass wir dann die Milch etwas wärmer machen. Die Auskühlung, die vermeintliche Auskühlung, was ein Problem sein könnte im Milchtaxi, ist eigentlich gar nicht so groß. Also wir sprechen hier von bei Außentemperaturen von 0 bis minus 5 Grad sprechen wir von ungefähr 1 Grad Celsius Auskühlung innerhalb von einer Viertelstunde. Also eigentlich ist es zu vernachlässigen. Wenn Sie den Deckel geschlossen halten beim Milchtaxi, hält das Milchtaxi ganz normal die Milch eigentlich sehr gut warm. Ein großes Problem haben wir natürlich, wenn wir die warme Milch in die kalten Eimer einfüllen. Die Eimer hängen dort bei den Kälbern und die sind eiskalt und da haben wir natürlich einen Temperaturverlust. Insofern empfehlen wir eigentlich, da dann die Temperatur von vornherein etwas wärmer zu machen. Also ich lasse hier das Video nochmal laufen, damit man das noch ein bisschen besser sehen kann. Also man drückt auf die Heiztaste und wenn man die Temperatur erhöhen will, dann kann man das über die Pfeiltasten relativ gut einstellen, bestätigt das Ganze nochmal mit OK und dann heizt das Milchtaxi automatisch bis zum neu eingestellten Wert. Das ist total einfach. Ne? Tasten oben drücken, mit OK bestätigen und dann hat man quasi die neue Temperatur. Es gibt allerdings doch auch einige Regionen, wo es kälter ist als 0 bis minus 5 Grad im Winter. Da kann es durchaus sinnvoll sein, das Milchtaxi doch noch etwas zu schützen, beziehungsweise die Milch im Milchtaxi zu schützen. Da haben wir jetzt seit diesem Winter eine Isolierdecke im Angebot und ich zeige hier einfach mal, wie die montiert werden kann. Die wird quasi einfach um das Milchtaxi drumherum gelegt, mit Klettverschlüssen relativ schnell und einfach montiert und hält dann die Milch doch um einiges wärmer. Und auch da ist es, wie gesagt, ganz wichtig, dass während des Fütterns der Deckel so gut wie nicht geöffnet wird, weil über den Deckel nach oben, da verliert man nachher die meiste Energie. So, und ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. 30 Sekunden. Schon ist die Decke quasi angebracht und man kann zum Kälber füttern fahren. Gut, das war das erste Thema Milchtemperatur. Also wie kriegen wir die Temperatur erhalten im Milchtaxi? Einmal erwärmen mit der Heizung natürlich. Dafür brauchen wir einen Stromanschluss. Ohne Strom können wir hier mit der Decke die Milch auch im Milchtaxi noch etwas länger warm halten. Aber wir empfehlen natürlich auch immer, die Milch möglichst frisch zu vertränken. Gar nicht lange warten, sondern direkt loslegen. Gut, der zweite Punkt, den man vor dem Füttern der Kälber noch berücksichtigt und die Frage, die man sich stellt, ist, wenn ich jetzt extra Milch noch mit transportieren soll für meine jüngeren Kälber, zum Beispiel Wiesmilch, was kann man dann machen?
da haben wir die Möglichkeit, vorne mit dem Halterrahmen, den kann man hier vorne sehr gut sehen, einen Milchbehälter mit zu transportieren. Dieser Halterrahmen, der wird hochgeklappt, wenn man ihn nicht benötigt. Den kann man relativ einfach runterklappen, die Milchkanne oben drauf stellen und dann auch eben zusätzlich noch eine kleinere Biestmilchkanne da hineintun. Wofür ist die da? Also diese großen Milchkannen, die halten ja ungefähr 25 bis 30 Liter Volumen. Meistens hat man aber weniger Biestmilch für die kleinen Kälber. Und diese kleine Kanne, die hält ungefähr 8 Liter. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man in der großen Kanne warmes Wasser mitführt und um die Biestmilch dann in der kleinen Kanne dann auch während des Transportes im Winter warm zu halten. Das ist also eine sehr praktische kleine Geschichte, mit der man eben Biestmilch für die Kälber noch mit transportieren kann. Okay, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, zum Ausdosieren der Milch, zum Füttern der Kälber. Und da wissen Sie, wenn Sie mit Milchtaxi arbeiten, dass wir unterschiedliche Dosierstufen einstellen können. Das möchte ich jetzt hier einmal zeigen. Wir haben auf dem Display die Möglichkeit, über die Pfeiltasten von einer Dosiermenge zur nächsten hin und her zu schalten. Wir können insgesamt 9 verschiedene Mengen programmieren und können dann die entsprechende Menge ausdosieren. Wie programmiert man diese Dosierstufen? Nun, das ist ganz einfach. Da geht man in das Home-Menü und wenn Sie beim letzten Mal aufgepasst haben, brauchen Sie den Code 683. Den stellen Sie wieder über die Pfeiltasten ein, gehen dann auf das Menü Dosierstufen und da können Sie schon sehen, sind die ganzen Dosiermengen hinterlegt. Insgesamt 9. Hier in diesem Fall waren die letzten beiden dann nicht belegt. Um das zu verändern, einmal einen Wert mit OK aktivieren und dann einfach über die Pfeiltasten den Wert verändern, mit OK bestätigen und dann ist da eine neue Menge drin. Wenn wir eine Dosiermenge löschen wollen, weil wir nicht alles auf dem Display anzeigen wollen, dann einfach den Wert von 0 eingeben und dann wird dieser Wert gelöscht. Jetzt kann man sehen, auf der zweiten Seite haben wir jetzt nur noch 3, jetzt haben wir nur noch 6 Werte, die da voreingestellt sind und jetzt haben wir quasi die 9 Werte belegt und kann dann jetzt wieder von einem Wert zum nächsten springen, um die Milch dann auszudosieren. Fährt dann zu den Kälbern, legt den Dosierarm in den Eimer, drückt auf den Knopf, das können wir gleich noch ein bisschen besser sehen, in dem Schiebegriff ist ein Knopf, mit dem die Milch dann ausdosiert wird und genau die Menge wird dann an die Kälber verfüttert. Also das ist eine total einfache Geschichte. Okay, also ausdosieren hier mit dem Dosierarm relativ einfach. Was passiert, wenn man jetzt die Menge aktiviert hat und man sich jetzt geirrt hat und sagt, oh Mensch, ich möchte gar nicht 4 Liter haben? Das ist relativ einfach über den Dosierknopf. Den können wir jetzt hier rechts in dem Bild sehen, wo ich mit dem Daumen auf diesen Knopf drücke. Kann man den Milchfluss jederzeit wieder stoppen. Also bevor ich die Menge jetzt eingegeben habe, kann ich die Menge unterbrechen. Ich mache das gleich nochmal. Starte das nochmal. Sie können hier auf der rechten Seite sehen, da dosieren wir das, wird die Menge ausdosiert und auch ein zweites Mal drauf gedrückt, die Pumpe hält auf. Und dann haben wir eben eine entsprechende Menge weniger ausdosiert. Also ein Unterbrechen der Dosiermenge einfach ein zweites Mal auf den Knopf drücken. Man kann am Dosierarm schon sehen, dort ist ein kleiner Kunststoffkasten angebracht sozusagen. Das ist unsere Dosierfernbedienung. Und mit dieser Dosierfernbedienung haben wir die Möglichkeit, die Mengenausdosierung
auch auszulösen, wenn wir nicht direkt am Milchtaxi stehen. Das kann zum Beispiel sein, wenn man ein bisschen weiter entfernt ist, 2, 3 Schritte vom Milchtaxi weggehen muss, dann kann man über die Plus-Taste oben die Mengen auswählen und einfach unten auf den Pumpenknopf drücken und dann die Menge dann ausdosieren. Ich zeige das hier gleich nochmal. Oben auf den Plus-Knopf drücken, um die Menge auszuwählen und dann unten die Menge ausdosieren. Jetzt eine kleine Information noch. Diese Zahl, die wir hier sehen, das ist nicht die Menge, sondern das ist diese Dosierstufe. Ich habe ja schon gesagt, wir können 9 Dosierstufen auswählen. Da haben einige gefragt, warum 9, warum nicht 10? Nun, weil wir hier auf diesem Display die Möglichkeit haben, eine Zahl anzuzeigen. Und dann sind wir von 1 bis 9. Also diese Dosierstufen, die werden hier in numerischer Reihenfolge angezeigt. Das ist also nicht das Volumen, sondern eben die entsprechende Dosierstufe. Ja, wird da verändert, auf den Knopf gedrückt, ausdosiert. Also relativ praktisch, diese Fernbedienung, die kann bis zu 10 Meter Entfernung, je nach Stallbeschaffenheit, überbrücken. Also man kann auch längere Futtergänge damit dann überbrücken, um dann verschiedene Boxen nebeneinander auszudosieren. Wir haben schon mal so einen kleinen Blick von behind the scenes bei uns im Studio, wie das alles hier ausgestattet ist. Ich bitte da um Verständnis, dass wir die ganzen Aufnahmen nicht auf einem Betrieb gemacht haben, sondern bei uns im Schulungsraum bei Home Lowell. Das war einfach alles effektiver zu gestalten, als wenn wir es tatsächlich auf einem Betrieb gemacht hätten. Aber ich denke, dass alle einen ganz guten Einblick bekommen in die Bedienung von unserem Milchtaxi. Eine zweite sehr praktische Art und Weise, die Kälber zu füttern, wenn man die Boxen schön in einer Reihe aufstellen kann, ist mit dem Milchtaxi einfach vorbeizufahren. Das hört sich jetzt relativ banal an, aber ich zeige Ihnen mal, was wir damit meinen. Wir haben die Möglichkeit, den Dosierarm in der Halterung etwas auszufahren seitlich und können dann mit dem Milchtaxi direkt an den Eimern vorbeifahren, halten dann direkt über dem Eimer an und dosieren dann die entsprechende Menge aus. Einmal auf den Knopf drücken, ausdosieren. Sobald die Menge eingegeben ist, fährt man weiter zum nächsten Milchtaxi, zum nächsten Eimer, Entschuldigung. Dadurch hat man die Hände frei und kann relativ schnell sehr viele Boxen mit Milch versorgen. Einfach den Dosierarm dort ausschwenken. Okay, das ist das praktische Füttern. Eigentlich, jetzt sind wir in der Chronologie etwas falsch, muss man vor dem Füttern, und das muss man eigentlich nicht vor jedem Füttern, aber so einmal im Monat sollte man das gerne mal machen, die Pumpe kalibrieren. Denn die Dosiermengen, die werden quasi ja nur vorgegeben entsprechend der Pumpdauer. Und wir haben die Möglichkeit, im Menü auf den Bereich Kalibrieren zu gehen. Und dann sieht man dort schon das Pumpenvolumen 7800 Milliliter ungefähr. Das ist relativ einfach. Man hält einfach einen Behälter. Der sollte 5 Liter betragen. Hier sind wir bei 3. Das klappt so gerade. Man drückt einfach auf den Knopf, die Menge wird ausdosiert, man liest dann ab, wie viel Volumen dann ausdosiert wurde und gibt diesen Wert im Menü ein. Ich zeige das gleich nochmal. Jetzt über die Pfeiltasten die Menge verändern auf 3000. Ein kleiner Tipp, wenn man die Taste länger gedrückt hält, dann laufen die Zahlen schneller. Ansonsten kann das relativ lange dauern. Jetzt haben wir den neuen Wert gespeichert und die Pumpe ist neu kalibriert. Okay, wie versprochen, wir machen das nochmal, falls das zu schnell gegangen ist. Und ich werde dann auch gleich nochmal kurz anhalten. Also Home-Button, die 683 als Wert eingeben.
bestätigen, dann auf den Bereich Kalibrieren gehen. Also einfach mit der Taste nach unten, bis man bei Kalibrieren angekommen ist. Das mit OK bestätigen. Dann haben wir im ersten Wert die Pumpe. Bestätigen oder aktivieren diesen Wert mit OK. Und dann sagt das Milchtaxi, was ich zu tun habe. Und zwar sagt es mir, wenn ich einen Behälter von 5 Liter habe, auf OK drücken, dann wird die Pumpe aktiviert. Einfach den Wert ablesen und über die Tastatur neu eingeben. Okay. Gut. Soweit, so einfach. Das sind die normalen Standardfunktionen, die das Milchtaxi bietet, wenn das Milchtaxi mit einer Pumpfunktion ausgestattet ist. Also diese Dosiermengen, die können Sie quasi standardmäßig immer so einstellen. Eine sehr interessante neue Option, die wir seit einiger Zeit im Programm haben, ist das sogenannte Smart ID. Smart ID ist eine Boxenerkennung, die wir, die Milchtaxi uns die Möglichkeit erlaubt, die Kälber nach einer bestimmten Futtermenge abzutränken. Warum ist das wichtig? Nun, die Frage, die man sich eben oft auf den Betrieben ja stellt, ne, ist es eigentlich wirklich jeden Tag die gleiche Person, die die Kälber füttert? Also wissen die Leute morgens und abends, was morgens und abends entsprechend passiert ist? Ne? Und wenn nicht, wie können entsprechende Informationen übertragen werden? Oder die ganz banale Frage, wie alt ist das Kalb? Das heißt, wie viel Milch soll es eigentlich bekommen? Wir haben 9 verschiedene Dosiermengen, die wir einstellen können, aber wie viele Milch soll nun tatsächlich ausdosiert werden? Das muss ich irgendwie notieren. So, und da haben wir eben Smart ID entwickelt. Das ist eine Erkennung der Kälberboxen und die uns dann die Möglichkeit gibt, auch die Kälber entsprechend einer Futterkurve zu füttern. Und wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen einmal zeigen. Auch hier wieder über das Home-Menü, wenn das Smart ID die hinterlegt ist, haben wir da die Möglichkeit, in den Bereich Futterkurven zu gehen und können dort insgesamt 6 verschiedene Futterkurven programmieren. Also ich kann hier unterschiedliche Gruppen einstellen. Wie das funktioniert, das sehen wir jetzt im Folgenden. Einfach eine Futterkurve auswählen, die dann mit OK bestätigen. Und jetzt sieht man hier so schon sehr schön die entsprechende Futterkurve. Ich halte jetzt mal den Film einmal kurz an. Wir beginnen mit einer Menge von 7 Litern. Das ist der Wert A, das ist hier vorne. 7 Liter. Die Standardmenge ist die Menge 8 Liter, das ist B hier oben. Und wir können eben sehen, dass die 7 Liter bis zu 7 Tagen, das ist der Punkt C, gefüttert wird. Und ab 14 Tagen, das ist der Punkt D, werden 8 Liter gefüttert. Wenn die Kälber 40 Tage alt sind, fängt das Milchtaxi langsam an abzufüttern. Und mit 70 Tagen, das ist der Punkt F, sind die Kälber dann komplett abgefüttert. Das ist eine Futterkurve, die kennt man, denke ich, auch aus dem Tränkeautomaten. Das können wir hier entsprechend hinterlegen und davon eben 6 Futterkurven insgesamt. So, wie verstellt man jetzt diesen Wert? Nun ganz einfach, man aktiviert den Wert hier oben mit OK und kann dann über die Pfeiltasten den Wert entsprechend anpassen. Jetzt kann man hier ganz gut sehen, dass dann auch die Kurve nach oben läuft und sich anpasst. Das wäre jetzt so eine metabolische Kurve, wo wir mit einer hohen Menge anfangen. Und jetzt kann man schon sehen, ist da ein neuer Wert hinterlegt. Und einfach über diese andere Funktion kann man jetzt aus dem Menü wieder herausgehen.
Okay, wie funktioniert das praktisch beim Füttern? Jetzt haben wir die Futterkurve hinterlegt und jetzt ist eben die Frage, wie werden die Kälber erkannt? Nun, das funktioniert mit einer Antenne am Milchtaxi und einem Transponder an der Box. Das können wir nachher nochmal ganz gut sehen. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist, was Sie am Milchtaxi im Display erkennen können. Sie fahren also quasi an so einer Box vorbei und jetzt wird da das Kalb erkannt, das Kalb Nummer 12 mit 3,5 Litern. Und man kann hier eben auch schon schön sehen, dass noch weitere Informationen dort gezeigt werden. Ja, und wenn ich dann die Menge ausdosiere oder das Kalb dann die entsprechende Menge hat, dann wird die Menge entsprechend ausdosiert. So, was wir jetzt hier sehen, wir haben hier Kalb Nummer 12. Ne, soll 3,5 Liter enthalten. Wir haben weitere Informationen. Ich hoffe, das kann man auf dem Bild ganz gut sehen. Wie viele Kälber sind in der Box? Da komme ich gleich noch drauf zu, denn es ist auch möglich, mit dieser Funktion Gruppen zu füttern. Wie alt ist das Kalb und in welcher Futtergruppe wird es geführt? Also zu dem Kalb erhalte ich noch weitere Informationen. So, dann kann es natürlich sein, man kommt zu einem Kalb, es wird 3,5 Liter angezeigt und die Person, die die Kälber füttert, entscheidet jetzt, ich möchte nicht 3,5 Liter füttern. Und das ist tatsächlich möglich. Das Milchtaxi empfiehlt quasi nur diese Menge und der Mitarbeiter kann die Menge entsprechend anpassen, einfach diesen Wert über die Pfeiltasten ändern. Ich zeige es jetzt gleich nochmal. Man kommt quasi zur Box gefahren. Man sieht das Kalb so 3,5 Liter laut Futterkurve haben und der Mitarbeiter entscheidet jetzt aus irgendwelchen Gründen, das Kalb soll weniger Milch bekommen. Über die Tasten kann er diese Menge jetzt anpassen und einfach über den Start der Pumpe wird jetzt diese Menge entsprechend ausdosiert. Die letzte Entscheidung liegt also immer beim Mitarbeiter. Die letzte Entscheidung trifft nicht das Milchtaxi, sondern der Mensch trifft die entsprechende Entscheidung. So, jetzt zeige ich nochmal, wie der Transponder an der Box aussieht. Das ist dieser Transponder mit der entsprechenden Nummer. Die Nummer ist natürlich eine visuelle Hilfe und die Möglichkeit jetzt diesen Regler hochzuschieben, erlaubt uns ganz praktisch den Transponder von der Funktion her auszuschalten. Wenn also Boxen leer sind oder Kälber bereits abgefüttert sind, dann möchte ich nicht, dass die eventuell hier noch auf dem Milchtaxi erscheinen und ich kann diesen Transponder einfach über diesen Regler hochziehen und sozusagen dann physikalisch ausschalten. Es ist auch schon ganz wichtig, wirklich auch diesen Transponder mit der Halterung entsprechend zu verwenden. Man kann hier so ein bisschen sehen, dass er nicht direkt, jetzt bin ich einen Schritt zu weit, dass er nicht direkt an der Box befestigt ist. Also man kann nicht einfach einen Transponder-Chip auf das Gitter kleben, sondern wir brauchen etwas Abstand, damit es technisch auch funktioniert und erkannt wird. Das ist eben eine ganz wichtige Sache. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage: Wie gehen wir mit Kälbergruppen um? Ich habe jetzt hier mal drei verschiedene Beispiele dargestellt. Und zwar auf die erste Anzeige, und das sind alles Anzeigen aus dem Display vom Milchtaxi. Die erste Anzeige zeigt mir im Prinzip, ein Beispiel, wo ein Kalb in einer Box, also in einer Einzelhütte, sich befindet. Das Kalb, es ist ein Kalb drin, es ist 3 Tage alt, es wird nach Futterkurve Nummer 1 gefüttert und es hat auch nur einen Eimer. Und das ist ein Wert, der im Milchtaxi programmiert und vorgegeben ist und danach wird das Kalb jetzt gefüttert. Jetzt könnten wir eine Möglichkeit haben, dass wir eine kleine Gruppe haben mit 3 Kälbern. Oder auch 5 oder auch 10 oder auch 7, je nachdem. Aber in diesem Beispiel haben wir jetzt 3 Kälber. Und jedes von diesen Kälbern hat einen eigenen Eimer in der Box.
dann müssen wir oben im Menü die Informationen geben. Hier in dieser Box befinden sich drei Kälber mit drei Eimern. Dann wird es praktisch so laufen beim Füttern, dass man diese drei Eimer nacheinander einzeln befüllt. Das wird das Milchtaxi uns dann vorgeben. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, und das ist Beispiel C, dass diese drei Kälber nicht mit drei einzelnen Eimern, sondern mit einem Gruppeneimer, eine Milkbar, so eine große gemeinsame Eimer oder eben auch aus dem Trog, das machen ja doch auch noch einige, gerade in der Abfütterphase, dann sage ich dem Milchtaxi, hier gibt es nur einen Eimer oder einen Trog oder je nachdem, wie man das nennen möchte, aber wir haben drei Kälber. Dann wird das Milchtaxi automatisch die Menge für die drei Kälber multiplizieren und dann mit einem Tastendruck in den einen Eimer ausgeben. Also wir können mit der Smart-ID-Lösung tatsächlich sowohl Kälber in Einzelboxen als auch in Gruppen füttern und versorgen. Okay, gut. Jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Und zwar haben wir mit Smart-ID noch eine weitere sehr nützliche Funktion. Und zwar leider ausschließlich nur, wenn wir auch das Managementprogramm CalfGuide im Programm oder mit nutzen. CalfGuide ist eine Management-Software für Kälber, speziell für Horn- und Laue-Produkte, Milchtaxi und Tränkeautomat entwickelt. Und CalfGuide gibt uns die Möglichkeit, die Futterhistorie von Kälbern auszuwerten. Wenn das Milchtaxi nun mit einem CalfGuide-System gekoppelt ist, dann haben wir sogar die Möglichkeit, beim Füttern Informationen über das Kalb an das Management-System und somit zum Beispiel an den Kälbermanager weiterzugeben. Das Menü vom Milchtaxi ist ja relativ eingeschränkt, das muss man ja leider Gottes zugestehen, aber wir haben die Möglichkeit hier Informationen auszuwählen. Wir können 6 Informationen vorwählen und der Bediener kann dann über den Tastendruck auf die linke Pfeiltaste dieses Menü aufrufen und kann dann sagen, hier, das Kalb, das sollte geimpft werden oder da ist ein Kalb, das Durchfall hat oder ein Kalb mit einer Atemwegserkrankung. Und diese Informationen, die werden dann nach dem Füttern automatisch an CalfGuide übertragen und erscheinen dann in dem Programm, in dem Menü für den Manager, sodass der dann entscheiden kann, wie zu behandeln ist. Das ist also eine sehr nützliche und hilfreiche Lösung, denn der Mitarbeiter, der die Kälber füttert, der hat einzig und allein die Pflicht, den Manager zu informieren. Da muss vielleicht noch gar nicht mal der Tierarzt oder ein entsprechendes Know-how haben, um Durchfall zu diagnostizieren oder zu behandeln. Ne? Er gibt einfach die Informationen ein und hat dann quasi seine Schuldigkeit getan. Das Gute ist, dass bei der nächsten Fütterung, bei der nächsten Mahlzeit, bevor die Menge bevor das Kalb dort gefüttert werden kann, diese Information nochmal aufploppt und der nächste Mitarbeiter quasi informiert wird: Schau mal, das Kalb hatte gestern Abend Durchfall, ist das Kalb jetzt okay oder ist es immer noch krank? So haben wir quasi einen Informationsfluss von einer Schicht zur nächsten. Und dadurch werden eben weniger Fehler gemacht. So, und das war jetzt relativ viel Theorie bei uns im Schulungsraum. Und damit ich Ihnen nochmal zeige, wie das tatsächlich in der Praxis funktioniert, haben wir hier nochmal ein Video aufgenommen von der Fütterung draußen auf einem Betrieb. Und da kann man eben sehen, hier wird das entsprechende Kalb erkannt. Ja, hier Kalb Nummer 39, ist 23 Tage alt, soll 3,5 Liter Milch bekommen. Beim nächsten Kalb, das ist aber Nummer 40, das ist 43 Tage und befindet sich schon in Abfütterung, kriegt jetzt nur noch 2,9 Liter. Und so geht es dann quasi von einem Kalb zum nächsten. Hier kommen wir mit der 41,
52 Tage alt, 1,4 Liter war das, glaube ich. Insofern können wir da relativ einfach die Kälber füttern. Gut, dann sind wir schon am Ende unseres Kurses angekommen. Ich sehe, dass da schon ein, zwei Fragen sind. Die möchte ich gerne gleich beantworten. Joel fragt, wie funktioniert das, wenn ich zum Beispiel 8 Liter pro Tag auf 3 Mahlzeiten verteilt? Rechnet er das prozentual in Stunden um? Und wie lange halten die Transponder? Erste Frage, eine sehr gute Frage. Wir können im Milchtaxi, wir geben natürlich die Tagesmenge ein in der Futterkurve und sagen dem Milchtaxi dann, wie oft ich füttern möchte. Ja, wenn wir 2-mal füttern, dann halbiert er die Menge. Wenn wir 3-mal füttern, dann teilt er die Menge durch 3, sodass wir 3 gleiche Mahlzeiten haben. Das kann man im Milchtaxi einstellen. So detailliert bin ich jetzt in dem Menü nicht in die Details gegangen, aber das erklärt sich relativ einfach, wenn man dann mit dem Milchtaxi dann später die Bedienungsanleitung auch bekommt. Dann kann man das nochmal genau anschauen. Aber wie gesagt, man sagt dem Milchtaxi, wie oft man füttern möchte und dann wird das entsprechend aufgeteilt. Wie lange halten die Transponder? Nun, die halten relativ lang. Die sind ja einfach an die Box befestigt. Das sind Chipkarten und ja, also die haben jetzt keine besondere Haltbarkeit und müssen auch nicht besonders behandelt werden. Ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass wir da eine lange großartige Probleme haben sollten. Noch eine zweite Frage, wahrscheinlich von jemandem, der noch kein Milchtaxi, kein Smart-ID hat. Was kostet der Spaß? Nun, wenn man ein neues Milchtaxi kauft, dann sind wir bei einem Aufpreis von ungefähr 1050 Euro plus Mehrwertsteuer. Die Nachrüstung ist ein bisschen teurer, weil noch dann natürlich noch die Arbeitskosten dazukommen. Und die Transponder, die liegen bei ungefähr 13 Euro pro Stück. Das ist sowohl das Chipkärtchen enthalten, als auch der Halter und die drei Nummern, die dann dabei sind. Ja. Die Entfernung, Smart ID, also 1 bis 2 Meter, tatsächlich sogar noch weiter. Also je nachdem, was so noch dazwischen kommt, dann haben wir tatsächlich auch Entfernung bis zu 3, 4, 5, 6 Meter sogar. Ist natürlich unlogisch, weil wir mit dem Milchtaxi ja relativ dicht ran müssen zum Füttern. Aber wir haben bewusst eine Technologie gewählt, wo die Entfernung nicht so eine große Rolle spielt, weil wir wissen, dass das auf den Betrieben mit ungefähr mit Störfrequenzen durchaus auch zu Problemen kommen. Ja, wenn die Boxen nebeneinander stehen, ist es überhaupt kein Problem, weil das Milchtaxi liest immer nur einen Transponder. Wenn man kommt quasi von der Seite, fährt an einem Transponder vorbei und man muss sich diese Erkennung so wie so ein V vorstellen. Je dichter man dran ist, desto kürzer ist natürlich auch die Leseweite nach links und rechts. Das funktioniert bei den Boxen relativ gut. Wie hoch müssen die Transponder befestigt sein? Das ist tatsächlich auch aus diesem Grunde ziemlich egal, ob Sie die auf 30 cm ganz unten oder auf 1,50 Meter relativ hoch bringen. Das Milchtaxi erkennt die relativ gut. Geht also auch bei fahrbaren Einzelboxen, ganz klar. Ne? Also deswegen, ich habe gerade eben schon gesagt, wir haben uns eine Technologie ausgesucht, die relativ robust und flexibel ist. Damit kommen wir relativ gut klar. Okay, was haben wir noch für Fragen? Ich glaube, ich schalte mich mal wieder live dazu. Hier bei Q&A ist noch eine Frage, die muss ich einmal öffnen. Sind Transponder wasserdicht? Ja, auf jeden Fall. Ist eine geschützte Chipkarte und die können also den Regen draußen auch gut hier aushalten. Also das ist auch kein Problem.
Ich habe hier noch eine andere Frage zum Thema Biestmilchbehälter, dieser kleine Edelstahlbehälter, zu den Kosten 145 € plus Mehrwertsteuer für diesen kleinen Behälter. Wie gesagt, vielleicht sage ich da noch zwei Töne mehr zu. Man konnte eben sehen, da passt in unsere 30-Liter-Kanne relativ gut rein. Wenn die Kanne quasi mit warmem Wasser gefüllt ist, wärmt, hält sie die Milch von draußen natürlich durch dieses warme Wasser schön warm, sodass die Biestmilch auch dann nicht großartig auskühlt. Das ist eine gute Lösung, wenn man ja, zwei Kälber versorgen möchte, ne, weil wir können da 8 Liter Flüssigkeit reinfüllen. Wenn ich jetzt allerdings mehr Kälber habe und denen dann also mehr Volumen benötige, dann kann ich das Ganze natürlich auch umkehren. Ich kann natürlich auch zum Beispiel 20 Liter Biestmilch, das wäre natürlich gut, wenn die schon ein bisschen erwärmt ist, aber 20 Liter Biestmilch in den großen, in die große Kanne bringen und dann heißes Wasser in die kleine Kanne füllen und das heiße Wasser quasi in die warme Milch bringen, sodass ich dann quasi von innen nach außen eine Erwärmung habe, sodass die Biestmilch mir dann auch nicht im Winter nicht so schnell abkühlt. Sowohl der eine als auch der andere Weg, da funktioniert ganz gut, sodass man eben ja, ein Kalb gut versorgen kann, aber auch bis zu 4, 5 Kälber damit gut mit Milch versorgen kann. Gut, ansonsten sehe ich, dass wir da keine weiteren Fragen haben. Ich bleibe tatsächlich noch ein bisschen hier im Chat. Wer also noch die eine oder andere Frage hat, die können wir dann auch noch persönlich besprechen. Und ja, ich freue mich, dass doch sehr, sehr viele wieder eingeschaltet haben. Ich habe hier auch sehr viele Namen gesehen, die beim letzten Mal schon dabei waren. Das freut mich natürlich. Und ja, würde mich freuen, wenn ich Sie nächste Woche dann auch wieder sehen kann, wenn es um das Thema Pasteurisieren geht. Sicherlich ein sehr interessantes Thema, gerade wenn es um den Bereich Ressourcenschonung, Krankheitsvorbeuge bei Kälbern geht, ist das nächste Webinar da beim Milchtag sicherlich eine wichtige Geschichte. Also, ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis nächste Woche dann. Tschüss.